Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil vom neuen Format Reaction. Heute werde ich mal auf den Zugüberfall vom Jahr 2017 vom Elbe Festival reagieren. Und ja, wenn es euch weiterhin gefällt, dann noch auf das Finale und so weiter. Dazu aber später mehr. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an. Ach ja. Übrigens, das Elbe Festival bietet ja ab dem 17.07. bis zum 16.08. ein Programm als Ersatz für die Karl-May-Festspiele an. Dort wird zum Beispiel gezeigt, wie sich die Stunt-Leute prügeln, wie der Schlussstunt funktioniert, und alles weitere kann man auch nochmal auf der Homepage vom Elbe Festival unter www.elbe.de nachlesen. Die ganze Show oder die ganze Aufführung heißt Wilder Westen jetzt erst recht, auch mit Rosi Hochegger. Und ja, das ist übrigens keine Werbung, ich wollte nur mal fragen, ob ihr Lust hättet, wenn ich das Ganze mal besuche, euch vielleicht ein paar Ausschnitte davon liefere und meine Meinung dazu sage. Wenn ihr das gerne wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich mir das mal überlegen. So, und jetzt geht's los mit der Reaction. Viel Spaß! Ja, und da kommen sie auch schon, die Bösen mit Santa. Santa wurde von Alexander Hanfland gespielt und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ganze Video gibt es übrigens auch auf meinem Kanal. Müsst ihr einfach mal unter der Playlist Karl-May-Festspiele Elbe 2017 gucken oder einfach durch meinen Kanal stöbern. Bist du sicher, dass hier der Nugget Ziel liegt? Dort liegt zumindest der einzige Berg mit diesem Namen. In Ordnung. Du, Santa, ich glaube, der Zug kommt. Wir müssen ihn stoppen. Wir müssen die Schienen blockieren, aber dazu haben wir ja keine Zeit mehr. Und das nur, weil diese alte Ziegel so langsam war. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen, wie die das gespielt haben, so richtig, ja, einfach böse, so wie es sein soll. Und jetzt auch die Aktion mit dem Fesseln, das finde ich schon echt gut gemacht. Wir hoffen ja alle, dass der Zug kommt. Und wenn nicht... Versteckt euch! Ja, das ist schon wirklich eine fiese Aktion, aber ich finde, die Kulisse sieht auch einfach sehr gut aus, muss ich sagen, mit dem Felsen. Finde ich sehr gut gemacht, generell die schauspielerische Leistung auch von Markus Lyrik, muss ich sagen, fand ich sehr gut. Und ja, dann schauen wir jetzt mal, wie der Zug einfährt. Da habe ich leicht gezuckt beim Pistolenschuss, das hat man vielleicht auch gesehen. Und ja, jetzt haben die Banditen eben das Dynamit. Und jetzt kommt noch eine sehr fiese Aktion. Was machen wir jetzt mit dir? Schick sie doch nach Sheridan zurück. Gute Idee. Was ist, Miranda? Möchtest du nach Sheridan? Jeweils noch eine Minute bei euch zu bleiben. Dein Wunsch ist uns Befehl. Bindet sie auf die Lok. Schon wieder so eine Gemeinheit. Du bist ein Schweinsenker. Der Teufel soll dich holen. Das tut er auch ohne deine frommen Wünsche. Alles klar? Dann los. Senta, ihr verfluchten Hunde. Wenn ich euch noch einmal sehen würde, ne? Und leider habe ich dann aufgehört zu filmen, weil ich damals noch nicht für YouTube gefilmt habe, sondern selber einfach nur für mich.
Und ja, dann habe ich einfach aufgehört, deswegen kann ich jetzt nicht weiter darauf reagieren. Aber ich muss sagen, mir hat die Szene wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wenn ihr auch was zum Schlussstand sehen möchtet, das, was ihr jetzt auf dem Bild gerade seht, dann lasst es mich gerne wissen. Schenkt mir einen Daumen nach oben und vor allen Dingen ein Abo, denn es kommen noch viele weitere coole Videos.